Servus Leute und willkommen zurück von der Shisha-WG. Letzte Woche wurde ich geradezu bombardiert mit Fragen, wann denn endlich das Review zu der The Hooker Skywalker kommt. Jetzt ist die Antwort da und somit auch das Video. Heute kommt das Review zu der Skywalker von The Hooker. Sollte euch das Video gefallen, wie immer gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und jetzt viel Spaß beim Video. So, da bin ich wieder mit der Skywalker von The Hooker. Skywalker ist auf jeden Fall der richtige Name, denn holy shit ist diese Pfeife riesig. Ihr seht schon hinter mir und ihr seht auch, wie ich die Kamera hier aufstellen musste. Sie ist wirklich gigantisch hoch. Um das Brett hier drauf zu kriegen, musste ich die Kamera echt ordentlich hochpushen, sodass ich fast nicht mehr drauf bin, aber ihr wenigstens ein bisschen was von der Pfeife seht. Mega krass, wie hoch die ist. Ich würde sagen, mit Kopf sind das gut und gerne 80 cm. So viel auf jeden Fall schon mal vorneweg. Deswegen der perfekte Name auf jeden Fall, Skywalker. Zuerst kommen wir aber mal, wie gewohnt, zum Preis und dann zum Lieferumfang. Die Pfeife kostet normal 175 Euro. Aber wer The Hooker kennt, weiß auch, dass es da oft Rabattaktionen gibt, wo man entweder über die Abwrackprämie auf Instagram noch ein paar Euro sparen kann oder auch einfach im Shop mal irgendwas zwischen 15% und 50% teilweise bekommt. Also da, wenn ihr nicht so viel Kohle habt, einfach ein bisschen auf ein Angebot warten, dann könnt ihr da echt nochmal ordentlich Kohle sparen. Aber vorneweg schon mal gesagt, ich finde auch 175 Euro sind auf jeden Fall fair. Danach kommen wir zum Aufbau. Ich würde sagen, wir gucken uns die Pfeife sozusagen von oben nach unten einmal an. Das fängt oben an mit einem Kopfadapter und einem Gegenstück, was ein 18/8 Schliff ist. Und dazwischen habt ihr den Glaskohleteller. Und ja, das ist ein Glaskohleteller. Finde ich schon mal ziemlich krass. Hat man in letzter Zeit relativ selten gesehen, finde ich. Deswegen auf jeden Fall ein cooles Designelement an dieser Pfeife und auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal mittlerweile. Es gab ja eine Zeit, da waren Glaskohleteller echt unglaublich populär. Aber in letzter Zeit hat man die eher selten gesehen, aber an der Skywalker ist auf jeden Fall einer. Die ganze Pfeife ist aus V2A, genauso wie auch die Rauchsäule dann natürlich. Das Besondere an der Rauchsäule ist aber, dass man sie zweiteilen kann, was wirklich ziemlich cool ist. Wenn man mal die Pfeife nicht ganz so riesig haben will, kann man einfach die Rauchsäule halbieren. Ist ganz normal mit einem 18/8 Schliff, das heißt, ihr könntet theoretisch auch unten noch einen Molassefänger reinpacken, wenn ihr das möchtet. Wäre auf jeden Fall kein Problem. Mit dabei ist außerdem auch noch hier der Molassefänger, der dann oben unter den Kopfschliff kommt. Ihr könntet ihn, wie gesagt, auch in die Mitte setzen, wenn ihr das möchtet. Und unten habt ihr dann die V2A Base, die nicht nur Closed Chamber hat, sondern auch noch vier Schlauchanschlüsse bietet, die auch alle 18/8 Schliff haben. Unten dran an der Base ist dann noch ein Tauchrohr, was ebenfalls nochmal gekürzt werden kann. Das heißt, ihr könnt den Rauchweg auf jeden Fall deutlich vermindern. Sowohl von oben als auch von unten könnt ihr den Rauchweg sehr, sehr kurz gestalten, dafür, dass die Pfeife so groß ist. Ihr seht ja auch den Wasserstand bei mir, der ist jetzt ungefähr hier. Ist auf jeden Fall top. Das Tauchrohr habe ich gekürzt, die Rauchsäule ist jetzt gerade komplett. Wenn ihr ein bisschen Wasser sparen wollt, dann lasst ihr das Tauchrohr einfach lange. Dann habt ihr einen relativ langen Weg, das vermindert so ein bisschen den Anzug, aber macht eigentlich keinen riesengroßen Unterschied. Mir gefällt es eigentlich trotzdem ganz gut, wenn dann hier so ein kleines Rauchvolumen in der Bohne, da muss ich gerade mal gucken, wie ich mit meinem Daumen hinkomme. Ja, gefällt mir einfach ganz gut. Kurzes Tauchrohr, lange Rauchsäule, so habe ich die Pfeife jetzt meistens geraucht. Gerade habe ich auch die eine Kugel aus meinem Schlauchanschluss rausgemacht. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr alleine raucht. Nur in eurem Anschluss keine Kugel, in allen anderen eine Kugel drinnen lassen, damit ihr keine Fremdluft in die Pfeife zieht und somit nur halbe Rauchentwicklung oder sowas habt und dementsprechend auch keinen Geschmack und so weiter. Die Bowl ist auch noch ziemlich geil. Ihr habt dann hier einmal diesen kleinen Bubble, der da mit drin ist und unten läuft sie dann so flach aus. Ihr habt schöne Cuts drin, ist eine Handcut Bowl aus Kristallglas. Finde ich auf jeden Fall auch ziemlich schön. Was ihr auch noch dabei habt, ist ein Tonkopf, ein Kaminaufsatz, ihr habt einen Schlauch und ein Mundstück. Ich habe jetzt aber gerade einfach ein x-beliebiges Mundstück, beziehungsweise kein x-beliebiges Mundstück, mein heißgeliebtes Mouse-Mundstück genommen, weil da hinten dran eh noch ein 18/8 Schliff dran war. Da dachte ich, komm, dann packst du gerade das. Aber das Mundstück sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr schön aus. Wenn ihr die Pfeife kaufen wollt, schaut auf jeden Fall mal im Shop von The Hooker vorbei. Da seht ihr ja dann auch das Mundstück. Vom Lieferumfang auf jeden Fall sehr, sehr solide, gerade für den Preis, dass bei 175 Euro noch Kopf, Schlauch, Mundstück und so weiter alles dabei ist. Und was ich eben noch vergessen habe, unten ist natürlich noch ein abschraubbarer Diffusor dran. Also, ihr könnt die Pfeife gigantisch groß rauchen, ihr könnt sie auch sehr, sehr kompakt gestalten. Das liegt einfach nur an euch, wie ihr es gerade möchtet. Keine Ahnung, daheim riesig rauchen. Wenn ihr sie doch mal mitnehmen wollt, dann nehmt ihr die kurze Rauchsäule mit und lasst auch den Molassefänger daheim oder so. Also, da habt ihr wirklich sehr, sehr viel Spielraum und es gefällt mir wirklich sehr gut.
Der nächste wichtige Punkt ist dann die Verarbeitung. Aus welchem Material das Ganze ist, habe ich ja eben schon mal kurz gesagt. Das Glas ist ein Kristallglas und der Rest ist aus V2A Edelstahl, also rostfrei und relativ geschmacksunangenehm. Das heißt, wenn ihr die ordentlich schön durchspült, habt ihr die wieder komplett neutralisiert. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Verarbeitung ist auch gut. Es gibt so klitzekleine Stellen, wo man ab und zu sieht, dass die Pfeife halt aus China kommt. Bei 175 Euro in der Größe mit dem Material ist das nicht machbar, sowas in Deutschland zu produzieren und für so einen Preis zu verkaufen. Das muss einem einfach klar sein. Aber die Chinesen haben da mittlerweile auch echt ein sehr, sehr solides Niveau erreicht. Das Einzige, was manchmal auffällt, was so oft auffällt, ist der Ansatz von den Gewinden. Die trifft man manchmal nicht auf Anhieb, aber sobald die dann sitzen, läuft das Ganze wunderbar. Es quietscht nicht, es hakt nicht und läuft wirklich einwandfrei. Also auch bei der Verarbeitung bin ich gerade für den Preis von nur 175 Euro ziemlich zufrieden. Wo wir schon bei der Verarbeitung und dem Material waren, kommt dann der daraus resultierende nächste Punkt. Wie ist denn das Rauchverhalten? Und da muss ich sagen, ich habe die Pfeife echt super gerne geraucht. Jetzt gerade, wie gesagt, ohne Kugel in meinem Anschluss. Deswegen ist der Durchzug absolut brachial. Also ohne Kugel ist der Durchzug wirklich hervorragend. Er ist nicht ganz auf dem Niveau von der Ocean Euphoria SE, die ja einfach den krassesten Durchzug hat, den ich jemals gesehen habe, bis jetzt auf jeden Fall. Aber er ist schon krass gut. Also er ist definitiv besser als Smoke Labs, Shishaya, als die Ocean Shishas Live und als viele, viele andere Pfeifen, die ich so kenne. Wenn man die Kugel reinmacht, dann ist er ungefähr auf dem Niveau von Smoke Labs und Co. Also immer noch ziemlich gut, aber man merkt auf jeden Fall schon, dass eine Kugel drin ist. Der Anzug mit dem gekürzten Tauchrohr und der langen Rauchsäule ist vollkommen okay. Auch mit dem langen Tauchrohr war der noch vollkommen okay. Und wenn ihr die kurze Rauchsäule benutzt und das kurze Tauchrohr benutzt, dann ist der auch ziemlich, ziemlich geil. Also ohne Kugel rauchen und kurz rauchen, dann habt ihr brachialen Anzug, brachialen Durchzug. Mit der Kugel ist der Durchzug immer noch sehr gut. Und mit der langen Rauchsäule und dem langen Tauchrohr ist der Anzug auch immer noch okay. Also nichts, was irgendwie stören würde. Aber man merkt halt schon, dass es eine große Pfeife ist. Vielleicht noch ein paar Worte, wann ich diese Pfeife am meisten benutzt habe. Für mich war das so die Pfeife, die ich ausgepackt habe, wenn Freunde vorbeikamen, die nicht so viel Shisha rauchen. Ja, zum Beispiel mein Nachbar, der Lenny, den kennt ihr ja vielleicht auch schon aus den Livestreams oder so. Wenn der vorbeikommt, dann zieht er ab und zu mal an der Pfeife, aber da muss ich jetzt keine zwei Pfeifen anmachen. Das ist dann vollkommen Bullshit. Ja, also es wäre einfach Verschwendung, ihm einen eigenen Kopf hinzustellen. Deswegen habe ich dann eine schöne große Vierschlauchpfeife gesucht und mit der Skywalker auch definitiv gefunden. Und dafür war die Pfeife dann für mich perfekt. Und wenn der Lenny irgendwie mal früher weggegangen ist oder so, gerade noch kurz die Kugel rausgemacht, dann hast du einen brachialen Durchzug am Start und dann kannst du die auch alleine sehr, sehr entspannt rauchen. Also das war so mein Einsatzpunkt, wo ich gesagt habe, dafür ist für mich die Skywalker perfekt. Also wenn ihr eine Pfeife sucht, die ihr mal am Wochenende oder ein paar Mal unter der Woche mit euren Freunden zusammenrauchen könnt, dann sind die von The Hookah bzw. gerade die Skywalker echt unglaublich gut geeignet, weil trotz Kugeln drinne, guter Durchzug, schön groß, da können viele Leute dran ziehen, das erhitzt sich nicht so schnell, das Material. Also wenn man jetzt hier in die Mitte von der Rauchsäule packen will oder so, da ist alles noch tiptop kalt. Bei einer kleinen Pfeife kann sich das natürlich alles ein bisschen schneller erwärmen. Aber ja, das war auf jeden Fall so mein Anwendungspunkt, wo ich die Skywalker sehr, sehr gerne benutzt habe. Und Rauchverhalten, abschließendes Fazit von mir auf jeden Fall auch tiptop. Ohne Kugel, brachialer Durchzug, mit Kugel immer noch sehr, sehr nice. Danach kommen wir zu einem sehr, sehr subjektiven Thema und das ist die Optik. Ich sage euch gerne meinen Eindruck dazu, aber im Endeffekt muss einfach euch die Pfeife gefallen. Das heißt, wenn ihr sie wunderschön findet und ich jetzt sagen würde, ich finde sie hässlich, dann gebt da einen Scheiß drauf, Leute. Wenn euch sie gefällt, alles cool, dann holt sie euch. Aber auch mir gefällt sie ziemlich gut. Nicht, dass sich da jemand gerade aufgeregt hat am Anfang schon so, was, du findest sie hässlich? Nee, ich finde sie eigentlich schön. Ich habe nur ein klitzekleines Problem mit der Pfeife. Für mich persönlich ist sie einfach ein Ticken zu groß. Ich habe lieber so mittelgroße Pfeifen. Also alles, was größer als eine Alpha-Hooker ist, ist mir eigentlich tendenziell ein Ticken zu groß und die geht definitiv über die Größe von der Alpha. Ich würde sagen, die Alpha geht der Pfeife ungefähr so bis hier und da kommt halt echt noch ein ordentliches Stück bei der Pfeife. Also für mich einfach nicht so das Optimum, was ich gerne hätte an Größe. Aber wie gesagt, das ist komplett subjektiv. Es gibt genug Leute, die sagen, Digga, meine Pfeife muss riesig groß sein. Ich stehe da drauf, wenn da so ein Klotz auf dem Tisch steht. Finde ich einfach nice und dann ist das auch vollkommen okay. Die Bowl-Form und auch mit den Cuts finde ich mega, mega schön. Die Schlauchanschlüsse könnten ein klitzekleines bisschen kleiner gestaltet sein, finde ich jetzt. Aber es gibt auch Leute, wie gesagt, denen gefällt das. Die Rauchsäule ist super schön mit den Elementen. Der Molassefänger ist sehr, sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Einer der schönsten Molassefänger, die es so gibt, die ich so kenne. Er ist auch sehr massiv oben, also ist nicht irgendwie sehr dünnwandig. Er beeinträchtigt auch nicht den Durchzug, das heißt, da ist auch alles tipptopp.
Und mit dem Glaskohleteller finde ich auch ein nices Element an sich. Also ich finde die Idee dahinter geil. Ich finde cool, dass der Oktay von The Hooker das gemacht hat. Aber Glaskohleteller sind nicht mehr so meins. Das fühlt sich für mich so ein bisschen wie Vergangenheit an. Aber auf der anderen Seite sieht es doch schon irgendwo cool aus. Also wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber es ist nicht ganz so meins. Deswegen guckt euch die Pfeife einfach an. Schaut euch mal auf der Internetseite die Bilder an. Schaut bei mir auf Insta vorbei, guckt euch da die Bilder an. Oder ihr seht sie hier im Video. Und dann macht euch da einfach selbst ein Bild, ob euch die Pfeife gefällt oder nicht. Weil letztendlich muss sie euch gefallen, falls ihr euch die kaufen möchtet. Ihr seht es gerade schon hinter mir, wenn ihr keine Kugel drin habt, könnt ihr auf jeden Fall auch einen fetten Blow-Off raushauen. Durch das Closed Chamber funktioniert das Ganze auch hervorragend. Ich nehme jetzt mal einen vollen Zug und entlüfte dann auch gleich. Und dann seht ihr auch direkt, wie schnell da die Rauchmassen rausströmen. Das sieht halt schon gerade mit so ein bisschen Licht unten drunter sehr, sehr beeindruckend aus. Und ihr seht ja auch, was hier jetzt direkt für ein Rauch im Raum steht. Auf jeden Fall mega nice. Blow-Off macht auf jeden Fall was her. Wenn ihr mit mehreren Leuten raucht, dann geht das natürlich nicht, weil dann müsst ihr alle Kugeln drin haben. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinem abschließenden Fazit zu der Skywalker von The Hooker. Erstmal müssen wir da, glaube ich, klären, für wen die Pfeife gedacht ist. Also ich würde sagen, das ist definitiv eine Pfeife, die mit mehreren Leuten an einer Pfeife rauchen wollen. Deswegen eigentlich nichts für mich, weil bei mir kriegt eigentlich meistens jeder seine eigene Pfeife. Kommen auch meistens nur Shisha-Suchtis, den kann man auch eigentlich eine eigene Pfeife hinstellen. Aber wenn dann doch mal Leute rumkommen, die eigentlich nicht so viel mit Shisha am Hut haben oder zum Beispiel der Lenny, der jetzt keinen ganzen Kopf alleine braucht, aber trotzdem super gerne mal mitraucht, dann ist die Pfeife wirklich optimal und für 170 Euro kriegt ihr so eine Riesenpfeife in einem krassen Paket mit einer unglaublich zufriedenstellenden Verarbeitung, mit einem guten Rauchverhalten, die super anpassbar ist. Also ihr könnt sie mega groß rauchen, ihr könnt sie relativ klein rauchen. Das ist dann vollkommen euch überlassen, wie ihr das Ganze halt feiert und wie ihr das haben möchtet. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Pfeife, generell von The Hooker. Also alles, was ich bis jetzt hatte, war grundsolide und mega gut. Solange euch da die Designs gefallen, habe ich so das Gefühl, kann man bei The Hooker einfach nichts falsch machen. Wenn ihr jetzt vielleicht schon eine kleine erste Pfeife hattet oder eine etwas günstigere Pfeife hattet und ihr gemerkt habt, okay, Shisha ist eigentlich doch ganz geil, wenn man eine coole daheim hat, jetzt will ich den nächsten Schritt machen, aber ihr sagt auch, boah, ich will jetzt keine 200, 300, 400 Euro ausgeben für eine Pfeife, dann seid ihr bei The Hooker auf jeden Fall richtig und mit der Skywalker auf jeden Fall sehr, sehr gut bedient. Ich hatte am Anfang noch überlegt, ob ich sie danach wieder verkaufe, dann habe ich sie geraucht und lieben gelernt und auch schätzen gelernt für das, was sie mir daheim eben ermöglicht, dass ich auch mal mit mehreren Leuten an der Pfeife wieder rauchen kann, weil ich sonst eigentlich kaum Pfeifen habe, die mehr als einen Anschluss haben, also echt wenige mittlerweile. Ja, feiere ich auf jeden Fall, bin sehr zufrieden und ich denke, da kann man definitiv mit gutem Gewissen eine Kaufempfehlung raushauen. Wenn ihr schon Erfahrungen mit The Hooker gemacht habt, lasst gerne mal unten in den Kommentaren einen Kommentar da und schreibt mir mal, wie ihr The Hooker findet, welche ihr so am Start habt und ob euch die Skywalker vielleicht interessieren würde. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wie immer, Leute, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.